Diese Bundesregierung versagt völlig vor der Zukunftsaufgabe, die Menschen im Alter vor Armut zu schützen und ihnen eine lebensstandardsichernde Rente zu garantieren. Und zwar gerade den Menschen, die ein ganzes Leben lang gearbeitet haben. Die SPD ist an ihrem Vorhaben gescheitert, die Rentengrundsicherung über 2025 hinweg festzuschreiben. Der ganze Konflikt zwischen SPD und CDU täuscht aber darüber hinweg, dass die 48% keine wirkliche Lösung sind. Sie sind viel zu niedrig. Die Verkäuferin, die Erzieherin, der LKW-Fahrer, sie werden mit den 48% keine Rente bekommen, von der sie wirklich vernünftig leben können. Deswegen brauchen wir ein Rentensicherungsniveau von 53%. Und auch das wird nicht ausreichen für die Menschen, die im Niedriglohnbereich sind. Und deswegen fordern wir zusammen mit vielen Sozialverbänden eben eine höhere Bewertung der Rentenpunkte für die Menschen, die im Niedriglohnbereich sind. Also das Hauptproblem, ein auskömmliches Rentensystem zu schaffen für die Mehrheit der Menschen, wird durch diesen Rentenkompromiss nicht erreicht. Es gibt kleine Verbesserungen bei der Mütterrente, die ist aber immer noch zu gering, und vor allen Dingen das Problem bleibt, dass die Mütterrente eigentlich steuerfinanziert werden müsste und nicht über die gesetzliche Rentenversicherung finanziert werden darf. Es gibt kleine Fortschritte bei der Erwerbsminderung und bei der Anrechnung von Weiterbildungszeiten. Das sind aber im Kern Spiegelstriche und zeigt einfach auf, wie uninspiriert diese große Koalition die zentralen Zukunftsfragen unserer Zeit anpackt. Sie ist nicht in der Lage, tragfähige Lösungen zu finden, die den Menschen wirklich helfen.